Lass uns deines Todes Pein Trost in unserem Tode sein. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, der Herr, der uns in die Freiheit führt, er sei mit euch. Liebe Gläubige, der Eröffnungsvers der heutigen Messe am Mittwoch der fünften Fastenwoche heißt: Du hast mich von meinen Feinden befreit, o Herr, mich über meine Gegner erhoben, der Gewalt hast du mich entrissen. Wir sind in der Passionswoche. Wir lenken unseren Blick in dieser Woche schon auf das schmerzliche Erlösungsleiden Jesu, zugefügt durch Menschen, die verhärtet waren im Herzen, denen der Ungeist wirkte, und diese Botschaft: Gott aber befreit aus diesem Leiden. Gott wandelt in Glück, in Zukunft, in Leben. Wir sind jetzt hergekommen, um diesem lebendigen Gott zu begegnen, das auch in uns wandelt, was der Belebung bedarf. Herr Jesus Christus, du bist vom Vater ausgegangen. Herr, erbarme dich. Du bist der Sohn, der uns in die Freiheit führt. Christus, erbarme dich. Du bist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Herr, erbarme dich. Der allmächtige Gott, erbarme sich unser. Er lasse uns die Sünde nach und er führe uns zum ewigen Leben. Lasset uns beten. Barmherziger Gott, du selber wächst in uns das Verlangen, dir zu dienen. Heilige uns durch Werke der Buße, erleuchte und stärke uns, damit wir treu den Weg deiner Gebote gehen. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in Ewigkeit. Wir hören heute eine Bewahrungserzählung der drei Jünglinge, die im Feuerofen geschützt werden. Lesung aus dem Buch Daniel. In jenen Tagen sprach König Nebukadnezar: Ist es wahr, Schadrach, Meschach und Abednego, ihr verehrt meine Götter nicht und betet das goldene Stammbild nicht an, das ich errichtet habe? Nun, wenn ihr bereit seid, sobald ihr den Klang der Hörner, Pfeifen und Zittern, der Harfen, Lauten und Sackpfeifen und aller anderen Instrumente hört, sofort niederzufallen und das Standbild anzubeten, das ich habe machen lassen, ist es gut. Betet ihr es aber nicht an, dann werdet ihr noch zur selben Stunde in den glühenden Feuerofen geworfen. Welcher Gott kann euch dann aus meiner Gewalt erretten? Schadrach, Meschach und Abednego erwiderten dem König Nebukadnezar: Wir haben es nicht nötig, dir darauf zu antworten. Wenn überhaupt jemand, so kann nur unser Gott, den wir verehren, uns erretten. Auch aus dem glühenden Feuerofen und aus deiner Hand, König, kann er uns retten. Tut er es aber nicht, so sollst du, König, wissen, auch dann verehren wir deine Götter nicht und beten das goldene Standbild nicht an, das du errichtet hast. Da wurde Nebukadnezar wütend, sein Gesicht verzerrte sich vor Zorn über Schadrach, Meschach und Abednego.
Er ließ den Ofen 7-mal stärker heizen, als man ihn gewöhnlich heizte. Dann befahl er, einige der stärksten Männer aus seinem Heer sollten Schadrach, Meschach und Abednego fesseln und in dem glühenden Feuerofen werfen. Da wurden die Männer, wie sie waren, gefesselt und in den glühenden Feuerofen geworfen. Aber der Engel des Herrn war zusammen mit ihnen in den Ofen hinabgestiegen. Der König Nebukadnezar fragte seine Räte: Haben wir nicht 3 Männer gefesselt, ins Feuer geworfen? Sie gaben den König zur Antwort: Gewiss, König. Er erwiderte: Ich sehe aber 4 Männer frei im Feuer umhergehen. Sie sind unversehrt, und der 4. sieht aus wie ein Güttersohn. Da rief Nebukadnezar aus: Gepriesen sei der Gott Schadrachs, Meschachs und Abednegos, denn er hat seinen Engel gesandt und seine Diener gerettet. Im Vertrauen auf ihn haben sie lieber den Befehl des Königs missachtet und ihr Leben dahingegeben, als dass sie irgendeinen anderen als ihren eigenen Gott verehrten und anbeteten. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei was du bist, das soll geschehen. Hör ich dich zum Vater drehen, als die Todesangst begann und dein Blut zur Erde rann. Präge, Herr, in unseren Herzen all dein Leid und deine Schmerzen. Lass uns deines Todes Pein Trost in unserem Tode sein. Lob dir, Christus, König und Erlöser. Lob dir, Christus, König und Erlöser. Selig, die das Wort Gottes mit aufrichtigem Herzen hören und Frucht bringen in Geduld. Lob dir, Christus, König und Erlöser. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. Ehre sei dir, o Herr. In jener Zeit sprach Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten: Wenn ihr in meinem Wort bleibt, seid ihr wirklich meine Jünger. Dann werdet ihr die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Sie erwiderten ihm: Wir sind Nachkommen Abrahams und sind noch nie Sklaven gewesen. Wie kannst du sagen, ihr werdet frei werden? Jesus antwortete ihnen: Amen, Amen, das sage ich euch. Wer die Sünde tut, ist Sklave der Sünde. Der Sklave aber bleibt nicht für immer im Haus, nur der Sohn bleibt für immer im Haus. Wenn euch also der Sohn befreit, dann seid ihr wirklich frei. Ich weiß, dass ihr Nachkommen Abrahams seid, aber ihr wollt mich töten, weil mein Wort in euch keine Aufnahme findet. Ich sage, was ich beim Vater gesehen habe, und ihr tut, was ihr von eurem Vater gehört habt. Sie antworteten ihm: Unser Vater ist Abraham. Jesus sagte zu ihnen: Wenn ihr Kinder Abrahams wärt, würdet ihr nicht so handeln,
dann würdet ihr so handeln wie Abraham. Jetzt aber wollt ihr mich töten, einen Menschen, der euch die Wahrheit verkündet hat, die Wahrheit, die ich von Gott gehört habe. So hat Abraham nicht gehandelt. Ihr vollbringt die Werke eures Vaters. Sie entgegneten ihm: Wir stammen nicht aus einem Ehebruch, sondern wir haben nur einen Vater, Gott. Jesus sagte zu ihnen: Wenn Gott euer Vater wäre, würdet ihr mich lieben. Denn von Gott bin ich ausgegangen und gekommen. Ich bin nicht in meinem eigenen Namen gekommen, sondern er hat mich gesandt. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Liebe Schwestern und Brüder, seid ihr schon eingehört in die Johannesworte? Seit vergangener Woche hören wir jetzt aus seinem Evangelium diese hohe Theologie, wie sie genannt wird, diese dichten Sätze, jeder für sich eine Wahrheit aussprechend, kann man gar nicht alle auf einmal fassen. Aber wir wissen, dass wir in dieser Woche sind, wo Jesus eben schon gesagt hat, angedeutet hat, dass jetzt der Herrscher dieser Welt hinausgeworfen wird, dass seine Stunde gekommen ist. Und so hat er auch heute geredet. Ihr wollt mich töten, ihr wollt mich beseitigen, ihr, die ihr meine Worte nicht annehmen wollt, die ihr nicht erkannt habt, dass ich von Gott gesandt bin, dass ich nicht aus eigener Weisheit spreche, dass ich das menschgewordene Wort Gottes bin. Ihr, die ihr nicht euch ändern wollt, jetzt wo ihr seht, wie der Mensch vor Gott und mit Gott sein kann, an mir seht. Das ist die Rede Jesu von heute. Die Stunde ist da, wo ihr das tun werdet, wo ihr mich töten werdet. Aber, er sagt in derselben Woche, dann wird der Herrscher dieser Welt hinausgeworfen. Dann wird Gott wirklich verherrlicht, wie weit seine Liebe zu uns geht, dass er sogar dann noch liebt und die noch liebt, die ihn verwerfen, die ihn ans Kreuz nageln. Das ist die Logik des Erlösungstodes Jesu am Kreuz. Die Herzen derer zu gewinnen, die ihn in der Verhärtung ablehnen und verwerfen. Ihr wird siegreich sein, heißt es. Ihr werdet befreit werden von aller Lüge, von allem verkehrten Denken, von allem Ungeist. Ihr werdet reiche Frucht bringen, hat er am Sonntag gesagt, wenn ihr euch so wie ich hingebt für die anderen, aus Liebe, wenn ihr mir dient, indem ihr euch so hingebt für die Mitmenschen, dann werdet ihr geehrt von Gott, dann werdet ihr reich gesegnet sein. Also lauter Worte der Ermutigung, Worte der Wahrheit Gottes, die uns befreien. Ist das nicht schön, dass wir so einen Schatz haben, dass so klar gesprochen wird über die Wirklichkeit? Am Ende, dieser Satz klingt nach, die ganze Passionszeit jetzt, am Ende, wenn ich erhöht bin, werde ich alle zu mir ziehen. Diesen Satz kann man sich mitnehmen, immer wenn wir wo ein Kreuz erfahren, sofort dran denken. Der Gekreuzigte zieht mich an sich in seiner Liebe und hier erfahre ich den Trost und die Liebe, dass ich wie er dann vergebend lieben kann und Menschen wandeln kann. Also lernen wir mehr und mehr seine Worte in uns Aufnahme finden zu lassen, lebendig werden zu lassen, praktisch umzusetzen. Und wir haben Teil am Sieg über den Ungeist, am Sieg des Heiligen Geistes.
Amen. So lasst uns jetzt in den Fürbitten vor Gott hintreten. Jesus Christus bringt uns die Wahrheit, die uns frei macht. So lasst uns rufen. Wir beten für die Kirche und alle ihre Glieder in den vielfältigen Anfechtungen unserer Zeit, um Treue und im Bekenntnis des Glaubens. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Für die Mächtigen unserer Welt, um das Bewusstsein ihrer Endlichkeit und ihrer Verantwortlichkeit vor dir. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Für alle, die bedrängt sind von vielerlei Nöten im Inneren und Äußeren, um Befreiung aus ihrer Bedrängnissen, auch durch unsere Hilfe. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Für uns selber, um Beistand in Zeiten von geistlicher Trockenheit und Verwirrung. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Für unsere Verstorbenen, um endgültige Befreiung von allen Belastungen. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Wir wollen auch die heutigen Messintentionen einschließen. Familie Klinger, Johann und Theresia für verstorbene Eltern und Bruder. Familie Lackner für beiderseits verstorbene Eltern und ganze Verwandtschaft. Christus, höre uns. Christus. Wir wollen auch besonders Frau Amalia Kiesenhofer einschließen, die heute verstorben ist. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Denn du bist der Sohn, der uns wirklich frei macht. Durch dich preisen wir den Vater, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Ohne jede Schuld erfunden wirst du am den Fall gebunden, wo man dich mit Geißeln schlägt. Lasset uns beten. Gott, unser Vater, von dir kommen die Gaben, die wir zu deiner Ehre darbringen. Schenke sie uns wieder als Speise zum ewigen Leben. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Lasst uns die Erhöhung des Gottessohnes miterleben und zum Heil. Der Herr sei mit euch. Erhebet die Herzen. Lasst uns danken dem Herrn, unserem Gott. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, allmächtiger Vater, zu danken und das Werk deiner Gnade zu rühmen. Denn das Leiden deines Sohnes wurde zum Heil für die Welt. Seine Erlösungstat bewegt uns, deine Größe zu preisen. Im Kreuz enthüllt sich dein Gericht, im Kreuz erstrahlt die Macht des Retters, der sich für uns dahingab, unseres Herrn Jesus Christus. Durch ihn loben dich deine Erlösten und vereinen sich mit den Chören der Engel zum Hochgesang von deiner göttlichen Herrlichkeit. Heil.
Ja, du bist heilig, großer Gott, und all deine Werke verkünden dein Lob. Denn durch deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, und in der Kraft des Heiligen Geistes erfüllst du die ganze Schöpfung mit Leben und Gnade. Bis ans Ende der Zeiten versammelst du dir ein Volk, damit deinem Namen das reine Opfer dargebracht werde, vom Aufgang der Sonne bis zum Untergang. Darum bitten wir dich, allmächtiger Gott. Heilige unsere Gaben durch deinen Geist, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgetragen hat, dieses Geheimnis zu feiern. Denn in der Nacht, da er verraten wurde, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis deines Sohnes. Wir verkünden sein heilbringendes Leiden, seine glorreiche Auferstehung und Himmelfahrt und erwarten seine Wiederkunft. So bringen wir dir mit Lob und Dank dieses heilige und lebendige Opfer dar. Schau gütig auf die Gabe deiner Kirche, denn sie stellt dir das Lamm vor Augen, das geopfert wurde und uns nach deinem Willen mit dir versöhnt hat. Stärke uns durch den Leib und das Blut deines Sohnes und erfülle uns mit seinem Heiligen Geist, damit wir ein Leib und ein Geist werden in Christus. Ja, mache uns auf immer zu einer Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir das verheißene Erbe erlangen mit deinen Auserwählten, mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit dem seligen Josef, ihrem Bräutigam, mit deinen Aposteln und Märtyrern und mit allen Heiligen, auf deren Fürsprache wir vertrauen. Barmherziger Gott, wir bitten dich, dieses Opfer unserer Versöhnung bringe der ganzen Welt Frieden und Heil. Beschütze deine Kirche auf ihrem Weg durch die Zeit und stärke sie im Glauben und in der Liebe. Deinen Diener, unseren Papst Franziskus, unseren Bischof Manfred und die Gemeinschaft der Bischöfe, unsere Priester und Diakone, alle, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind, und das ganze Volk deiner Erlöste. Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der hier versammelten Gemeinde und führe zu dir auch alle deine Söhne und Töchter, die noch fern sind von dir. Erbarme dich unserer verstorbenen Brüder und Schwestern und aller, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind. Nimm sie auf in deine Herrlichkeit und mit ihnen lass auch uns, wie du verheißen hast, zu Tische sitzen in deinem Reich. Darum bitten wir dich durch unseren Herrn Jesus Christus, denn durch ihn schenkst du der Welt alle
durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Wir haben den Geist empfangen, der uns zu Kindern Gottes macht. So lasst uns mit liebevollem Herzen beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr unser Gott, von allem Bösen. Gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus, erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Christus ist unser Friede und unsere Versöhnung mit Gott. So bitten wir ihn. Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenk ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Dieser Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch. Und mit deinem Geist. Gebt euch das Zeichen Jesu Christi, Frieden und Versöhnung. Friede sei mit dir. Friede sei mit dir. Lamm Gottes. Lamm Gottes, du nimmst die Welt, erbarme dich um uns. Lamm Gottes, du nimmst die Welt, gib uns deinen Frieden. Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Wer an meinem Wort festhält, wird die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird ihn frei machen.
Der Vater hat uns in das Reich seines geliebten Sohnes aufgenommen. Durch ihn haben wir die Erlösung, die Vergebung der Sünden. Lasset uns beten. Herr, unser Gott, das Sakrament, das wir empfangen haben, sei uns Heilmittel gegen das Böse in unserem Herzen und Schutz in jeder Gefahr. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Es wird jetzt die Sterbeglocke geläutet für Frau Amalia Kiesenhofer, die in Seniorenheim Unterweißenbach heute Mittag verstorben ist. Schöner Hofer. Das Begräbnis wird am Montag um 10 Uhr sein, am Samstag und Sonntag 19.30 Uhr ist die Nachtwache. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ergib ihr die ewige Ruhe. Lass sie ruhen in Frieden. Lasst uns beten. Allmächtiger Gott und Vater, wir glauben und bekennen, dass dein Sohn für uns gestorben und auferstanden ist. Im Glauben an dieses Geheimnis ist unsere Schwester von uns gegangen.
Wie sie in Christus gestorben ist, so lass sie auch durch Christus auferstehen. Darum bitten wir durch ihn, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Danke euch jetzt für euer Kommen und Mitfeiern der Heiligen Messe. Habt euch durch die Kälte- und Wetterkapriolen nicht abschrecken lassen, uns jetzt am Feuerherd der göttlichen Liebe zu wärmen und zu stärken. Ja, wir schauen den Sieger vor uns und wir haben die Aufgabe, den Blick der Menschen, besonders der uns Anvertrauten, auf ihn hin richten zu lenken. Bitten wir dafür den Segen Gottes. Der Herr sei mit euch. Segne euch und alle, die euch anvertraut sind, der dreine Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Geht in seinem Frieden. Amen.